Großer Bahnhof für Dresdens neue Handwerksmeister. Vor mehr als 2000 Gästen in der Messe Dresden sind die insgesamt 275 Absolventen jetzt mit dem Meistertitel ausgezeichnet worden. In 26 unterschiedlichen Gewerken hatten die Handwerker in diesem Jahr an der Handwerkskammer Dresden den begehrten Abschluss erworben. Meister Norman Bayer entschied sich für den klassischen Beruf des Zimmermanns, der auch nach jahrhundertelanger Tradition nach wie vor einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Wir wollen alle wohnen. Wir wollen sicher unterkommen. Wir wollen ökologisch unterkommen. Das ist ja ein großes Thema jetzt mittlerweile. Und ich denke, da ist der Baustoff Holz hervorragend dafür geeignet. Der Zimmermann ist der Ursprung fast aller Bauberufe. Das hat was zu sagen. Und ich denke, es ist gut, dass sich der Zimmermann jetzt in Richtung Holz spezialisiert hat sozusagen und sich auf die Sache konzentriert und die besser macht. Besser machen bzw. wieder ganz machen. Das ist das Metier von Landmaschinenmechanikermeister Markus Reg. Für den gebürtigen Dresdner war die Ausbildung in dem praktischen Beruf quasi in die Wiege gelegt. Große Maschinen und Motoren haben mich schon von klein auf begeistert. Bin am Dresdner Stadtrand groß geworden. Landmaschinen war eigentlich Alltag zu sehen und ja, und da beworben und los. Ich betreue Baumaschinen, bin auf den Baustellen unterwegs und repariere, warte immer vor Ort, wo es brennt. Wo die Maschine ausfällt, sind wir zu finden. Wie groß die Bandbreite des Handwerks tatsächlich ist, zeigte sich bei der Ausstellung zahlreicher Meisterstücke im Nebensaal. Von aufwendig drapierten Haaren, schmucken Edeluhren bis zum dreiteiligen Herrenanzug. Die jungen Absolventen zeigen ihre unterschiedlichen Talente, die sie mit dem Meisterabschluss nun auch selbst an den Handwerkernachwuchs weitergeben können. Also ich habe schon ziemlich zeitig festgestellt, dass mir die Arbeit mit den Händen einfach Spaß macht und dass mir das liegt. Und das wollte ich dann beruflich auch machen. Und deswegen wollte ich dann den Meister machen. Also ich bilde jetzt seit September aus. Das ist schon ganz schön. Durch das abwechslungsreiche Programm mit einigen spektakulären Show-Einlagen führten HWK-Präsident Jörg Dittrich und Hauptgeschäftsführer Andreas Beschinski. Sie stellten vor allem die Attraktivität der beruflichen Ausbildung in den Mittelpunkt, forderten aber von der künftigen sächsischen Regierung eine Nachbesserung beim Meisterbonus. Das Handwerk ist momentan wirtschaftlich recht gut unterwegs in unserer Region und es hat natürlich eine sehr hohe Attraktivität einerseits in der Ausbildung, aber natürlich auch von den Aufstiegschancen. Wir fordern eine Erhöhung dieses Meisterbonus und sind natürlich gespannt, was bei den Koalitionsverhandlungen dann tatsächlich als Ergebnis zu Buche steht. Unser Wunsch, unsere Forderung ist, dass der Meisterbonus auf 2500 Euro erhöht wird. Die gesamte Gesellschaft braucht das Handwerk, egal ob beim Friseur oder beim Zahntechniker, beim Kfz-Betrieb. Wir müssen wieder mehr darüber sprechen, welche Leistungsträger bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Es gibt zu wenig Gründe zu gründen. Und da müssen wir dran arbeiten, miteinander, dass die Leidenschaft für die Selbstständigkeit attraktiv bleibt. Meister 2019. Von Grundsteinen, Meilensteinen, Edelsteinen. So lautete das Motto der diesjährigen Dresdner Meisterfeier. Und mit dem Meilenstein des Meistertitels haben die jungen Handwerker nun tatsächlich den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere gelegt.